Ja, herzlich willkommen zum Extra-Video Liebe leben. Ja, es wird vielleicht eine ganze Reihe, mal schauen. Heute Teil 2. Also, wenn du den ersten Teil verpasst hast, ist nicht ganz so schlimm. Das eine baut nicht so sehr auf dem anderen auf. Ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind hier gewünscht, ja, wirklich auf die Welt gekommen. Das heißt, Mama, Papa haben sich richtig gefreut auf uns und wir können das spüren und merken, ja, wunderbar, wie toll. Und ja, dann kommt der Alltag. Und ich weiß nicht, wann das genau passiert, aber wir merken doch irgendwo auch an den Reaktionen dann der Erwachsenen, die uns da umsorgen, dass wir doch nicht mit allen Sachen geliebt werden. Anfangs ist das okay, wenn wir schreien, anfangs ist das okay, wenn wir die Windel voll machen. Ne? Und dann kommen so diese Momente, ja, wir haben irgendetwas und wir haben ja nicht viele Möglichkeiten, uns auszudrücken, also schreien wir. Und das, ja, natürlich auch zu der Zeit, wo vielleicht Mama, Papa mal schlafen. Und dann, ja, sind die vielleicht auch nicht so erfreut. Und so nach und nach nagt das ja so an den Erwachsenen. Und boah, du denkst, oh, jetzt sei doch endlich mal ruhig. Und manche, ja, manche gehen wirklich hin und schütteln das Kind und sagen, hör auf, ne? Das sind natürlich nicht so schöne Dinge, aber aus meiner Sicht auch verständlich, weil ich glaube, ich war auch schon mal in dieser Situation, dass ich wirklich gedacht habe, jetzt ist doch mal gut, jetzt schrei doch nicht, ich bin doch da. Ja, und das Kind schreit aber weiter. Ja, und du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Und dann fängst du an, irgendwelche Erwachsenenstrategien, die vielleicht du früher als Kind selber erlebt hast. Ja, dass dann da jemand geschrien hat und versucht hat, dich dadurch irgendwie zu beruhigen, was meist nicht geklappt hat. Und du merkst, okay, ja, Mama, Papa sind auch nicht gerade erfreut, wenn die Windel gewechselt wurde, gerade frisch drauf und du mit richtig einfach, ja, wie das so ist, dass du natürlich die Dinge fließen lässt. Ne? Und dann auf einmal schon wieder so ein Geruch da ist für Mama, Papa, wo die denken, oh nein, jetzt habe ich doch gerade die Windel gewechselt. Und das vielleicht eben auch nicht nur so körpermäßig ausdrücken, sondern auch verbal ausdrücken. Und dann das Kind, was überhaupt nichts davon weiß, was macht, hat es irgendwie, was ist jetzt hier, ne? Warum sind die böse mit mir? Und so nach und nach schleicht sich das eben ein, dass es gewisse Bedingungen gibt, die wir möglichst erfüllen müssen. Und die Erwachsenen haben, je selbstständiger wir als Baby werden, dann immer mehr Erwartungen an uns. Ja? Und dann gibt es eben auch Verbote. Und dann heißt das, ich habe dir doch schon mal gesagt, du sollst das nicht tun. Und dann kommt irgendwann dieses, sehr wahrscheinlich auch, was du kennst vielleicht. Also, nee, wenn du so weitermachst, das haben Mama und Papa gar nicht gerne. Nein, wir haben dich nicht lieb, so wenn du so bist. Nein. Vollkommen verständlich. Vollkommen verständlich, weil natürlich es nicht in Ordnung ist, wenn das Kind alles vom Tisch runterreißt. Ja? Weil die Sachen müssen ja wieder vielleicht gekauft werden oder die ganze Misere, die dann da ist, ja, die ist natürlich nicht so schön. Und
erfordert Zeit, die vielleicht die Erwachsenen gerade gar nicht haben. Ja? Also wir lernen relativ früh, okay, es gibt Bedingungen, damit Mama und Papa mich lieb haben. Und dann können wir uns entscheiden. Sind wir angepasst? Sind wir besonders lieb, damit Mama und Papa uns auch lieb haben? Oder sind wir rebellisch und sagen, hey, ich mach doch hier nichts verkehrt. Das war doch vorher in Ordnung. Vorher waren alle toll, wenn ich da irgendwas gemacht habe. Ja? Und jetzt ist es falsch? Nee, also so nicht. Und gehen in die Rebellenposition rein. Ja? Und dann ja, kommt ja irgendwann natürlich auch das wirkliche Rebellionsalter, ne, wo dann eben Mama und Papa, um Gottes Willen, mit denen muss man sich ja nicht mehr abgeben, ja, die mit ihren Ansichten und all das, ja. Wir haben aber all diese früheren Sachen ja weiterhin in uns abgespeichert. Wir wollen uns jetzt auf eigene Füße stellen. Wir haben irgendwelche diffusen Ideen, warum wir das besser können, ja? Obwohl wir noch nicht die Erfahrung Mama Papa haben, aber wir wollen uns da so ein bisschen von entfernen. Und ja, da ist dann auch vielleicht nicht mehr so die Liebe da. Und ja, manche freuen sich, wenn es dann überhaupt noch möglich ist, dass da eine Umarmung passiert. Da sieht man schon, dass also auch da viele Prozesse ablaufen, die uns ja erst einmal so ein bisschen ja entfernen und ja. Wie viel Liebe haben wir für uns selber mitgenommen? Wie viel Liebe haben wir uns selber geben können? Oder wie viel glauben wir, dass wir nicht in Ordnung sind? All diese Faktoren arbeiten in uns. Und dann kommt eben diese Zeit, wo auf einmal das andere Geschlecht interessant wird. Das heißt, da kommen zusätzliche Aspekte der Liebe hinzu. Und ja, Männlein, Weiblein sind da unterschiedlich orientiert. Und dann, ja, kommt, sag ich mal, die niedrigste Stufe der Liebe ins Spiel. Und ja, da will ich einfach mal jetzt Schluss machen, um zu sagen, okay, beim nächsten Teil geht es weiter. Liebe leben. Wie können wir Liebe leben, wenn da ein neues Wesen hier auf die Welt kommt, in unser Leben kommt, in den Alltag kommt, der vorher ganz klare Strukturen hatte und jetzt ganz neu orientiert werden muss? Und wie können wir diesem Wesen, diesem Neuen, das da hinzukommt, klar machen, dass wir es, auch wenn wir etwas verhaltensmäßig nicht gut finden, es trotzdem lieb haben. Und wie ist das bei dir gewesen? Wie würdest du sagen, wie haben deine Eltern das hinbekommen? Wie hast du das vielleicht selber schon weitergegeben? Kreislaufmäßig. Da, 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 da. Und das Rad dreht sich immer weiter. Ja, ich freue mich, dass du hier dabei bist und dir das anschaust. Freue mich auch über Kommentare, die du gerne hier lassen kannst oder natürlich mir persönlich schicken kannst. Wenn du sagst, ja, meine Themen mit Liebe möchte ich nicht so öffentlich ausbreiten, möchte das gern privat machen.
nimm gerne Kontakt auf mit mir. Meine Homepage miracura.de hat mehrere E-Mail-Adressen, wo du zugreifen kannst und sagen kannst, das ist die, die mich gerade anspricht. Für den Erstkontakt immer gerne die kostenlosen 15 Minuten in Anspruch nehmen. Und dann ja, hoffe ich, dass ich dir in irgendeiner Form auch privat noch weiterhelfen kann. Danke dir. Bis dann.